Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guardians of the Galaxy. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Lasst gerne hier nochmal ein Like da. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ja die Videos einfach nochmal ein bisschen pusht. Ja, warum nicht? Vielleicht sollten wir das rufen, damit es wirklich hört, Freunde. Und checkt auch gerne weiterhin die Videobeschreibung ab. Bleibt hier auf jeden Fall auf dem Kanal loyal und treu, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, die nächsten Wochen kommen auf jeden Fall noch einige Games. Anfang nächsten Jahres auch. Und es gibt da zwischendurch immer wieder andere Projekte oder so Spezialvideos. Also wenn ihr Bock habt, vielleicht neue zugefunden oder hierher gefunden habt durch das Projekt. Hier gibt es immer was zu gucken. So. Lassen. Es ist besser, wir kämpfen uns dorthin durch. In der Tat. Ich stehe Ihnen auch lieber mit meinen Klingen gegenüber. In der Tat. In der Tat, genau. So, Infoanzeigen, das haben wir schon mal einmal gescannt hier alles. Mann, Alter. Aber jetzt mal ernsthaft, wa? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe mich doch wirklich ganz gut umgesehen. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Ist sicher nervig, aber ich habe das Gefühl, ich habe voll viele Kostüme übersehen, ne? Toilette am Rand des Universums herumschwebst. Und dann kommen Parasiten und bauen eine Raumstation. Sie schaufeln dein Gehirn weg. Und irgendwann vertreibt ein Todeskult alle und sprengt den Rest von dir in die Luft. So. Ja, ey, wie gesagt, Kostüme sind noch einige offen. Wie blöd sind diese Flaknasen, dass sie auf diesen Erflakungsschrott reinfallen? Der Magus verlangt Schmeichelei, täuscht dich mit Illusionen und nährt sich von deiner Seele. Das habe ich in meinem Versprechen auch gespürt. Diesen endlosen Hunger. Oh ja. Hunger ist noch untertrieben. Heiliger Glaube! Das viele Licht führt gar nicht zum Kortex. Es ist der Kortex! Wie konnte der Köter das zulassen? Das kannst du ihn wohl selbst fragen. Es wird kein gutes Ende nehmen. Cosmo! Wir müssen da runter! Gib ihn doch nicht auf. Er hat schon schlimmere Situationen gemeistert. Weg von meinem Kopf! Das wollte ich nicht! Entsichern! Ah. Diese Aggressoren haben keine Chance! Groot! Zeig deine Wurzeln! Wir müssen die von Cosmo fernhalten! Let's go, Leute! Was ist hier los, ey? Geil! Ohoho, was geht hier ab, ey? Wie geil! Ey, ohne Scheiß, die Kämpfe sind auch mit der Zeit auf jeden Fall besser geworden. Immer noch nicht mega super krass wie, keine Ahnung jetzt. Zum Beispiel ein Spider-Man oder sowas. Aber trotzdem mega spaßig, Alter. Mega spaßig einfach. Und das ist die Hauptsache, ey. Ohoho. Du Sau, du Sau, du kannst ja gar nichts. Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesen großen Kopf schießen. Au! Wir brauchen deine Hilfe, Kongo! Gamora! Sehr gut, Gamora! Gut gemacht! Ein unauffällig durchgeführtes... Sag mal, warum geht ihr alle nur auf mich, ihr kleinen Pissbacken, ey? Rast gleich... Der Typ da oben. Okay, du bist es. Du bist es, der nervt. Boah! Yo! Gamora, aufschlitzen! Da geht's, Tiger! Okay, 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 okay. Du kommst daher hier. Sehr gut, Groot! Geile Kombo, ey! Okay, alle Fähigkeiten kriegen wir auch noch zusammen. Also, wir werden ja mindestens noch einen Kampf haben, bevor es... Oh nein! Nein! Was zum Flak soll das? Er ist jetzt einer von denen. Er ist unser Freund. Ja, war Drax auch. Und ich gehe nicht in den Kopf von der Töle. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Hey, Kumpel. Bist du... Mach ihn platt, bevor es zu spät ist. Wartet! Er ist noch da drin. Ich kann ihn hören. Ich höre nur Gebell. Ihr müsst euch konzentrieren. Er ist da.
Schlag noch mal, verpasst ihm eine Kugel! Sag der Kumpel! Freunde, weißt du noch? Ist Piotr Quill? Kosmonase nie lügt. Ja, Kumpel, ich bin's. Und die anderen auch. Wo ist? Cosmo wittert, aber nicht wie. Nowhere. Wo sollten wir sonst sein, Flohkutsche? Sein Geist ist verwirrt. Oder er ist eben einfach ein Hund. Er kann uns nicht sehen, er ist noch im Versprechen. Cosmo, wo steckst du und was siehst du? Blaue Himmel und Autos zum Jagen. Cosmo wieder da. Doma, wie sagt ihr, zu Hause? Schätze, er meint die Erde. Geruch von frisches Gras. Gefühl von Dreck unter Pfoten. Keine Last auf Seele, dafür viel gehen Gassi. Fangen Ball, holen Stöckchen. Wenn du das so vermisst hast, hättest du doch jederzeit zurückkehren können. Nicht zur Zeit, wo passt. Selbe Grund wie Kedathianer nicht geht nach Hause. Nowhere ist dein Zuhause. Genau hier und jetzt. Nowhere ist nichts. Toter Kopf voll Schrott. Nein, es ist viel mehr als das. Dieser Planet ist ein besonderer Ort. Ich bin gut. Wenn begegnet heißt, ich hab dir deine Borke gerettet, dann ja, hab ich. Es stimmt. Nowhere war erster Ort seit Erde, wo Cosmo nicht gefühlt wie Straßenköter. Erste Mal, dass Cosmo vergessen, was ging verloren. Dieser Ort ist eine Zuflucht für Außenseiter wie uns. Und dich. Ein Zuhause. Erde heißt nur der Fels, auf dem du geboren bist. Geht nicht um Felsen. Geht darum, was Cosmo hatte auf Felsen. Fuß vom Bett für Schlafen. Bauch für Graulen. Halsband mit Name. Du vermisst Eigentum von jemandem zu sein? Cosmo nicht Eigentum. Teil von Familie. Doch irgendwann Familie weg. Männer im Anzug schicken Cosmo mit Rakete. Cosmo sucht viele hundert Jahre nach Familie, aber nicht. Du hattest Herrchen. Wie es aussieht, haben die dich im Stich gelassen. Familie niemals im Stich lassen, Cosmo. Hat aufgezogen, seit Cosmo Welpe. Was ist mit deinen Welpen, Cosmo? Die sind doch deine Familie. Cosmo Kinder sind... Sie sind hier, Mann. Und sie zählen auf dich, deine Liebe und dein Schutz. Aber Menschen wollen, dass Cosmo kommt bei Fuß. Muss treu sein. Mann, deine Kleinen brauchen dich tatsächlich. Du musst denen gegenüber treu sein. Lass sie nicht im All zurück, so wie sie es mit dir gemacht haben. Cosmo würde nie. Das hast du aber. Sie sind hier auf Nowhere. Irgendwo und sie brauchen dich. Komm schon, Cosmo, du riechst doch auch, dass das hier zum Himmel stinkt. Piotr Quill hat recht. Cosmos Menschen, keine Witterung. Diese böse Truggestalt beißt sie so fest, du kannst. Geht weg! Cosmo, nicht abortieren eure Lügen! Richtig, Kumpel, sag's ihm! Nowhere ist zu Hause von Cosmo. Seine Welpen, seine Familie. Wird euch schießen, komm, was wolle! Zeig's ihn, Junge! Sollen wir ihm helfen? Ich meine, vielleicht brauchen wir ihn noch. Ich glaube, die Bestie wird sich erholen. Cosmo hat seine Mission und wir unsere. Los, auf zum Cortex. Er kommt drüber weg. Gut, können wir ihm auch helfen. Ne? Okay, ich habe immer noch Zugangscodes von meinem und Groots Urlaub. Du meinst, als du gegangen bist? Warum? Drax, wirst du damit fertig? Eine faszinierende Struktur. Dreckiges Grattdieber. Gah. Cosmo hat die Codes geändert. Sieht so aus. Vielleicht hast du den Code falsch eingegeben. Das ist mir auch schon passiert. Mit diesen Wurstfingern? Kein Wunder. Diese geschickten Finger machen keine Fehler. Gut, dann gehen wir mal weiter, wa? Gestohlene Codes, Haftstrafe.
Was genau habt du und Groot hier unten eigentlich gemacht? Wir haben bei Mantlo einen Job von einem Cygnok angenommen, während ihr den Köter gesucht habt. Was für ein Job? Je weniger du weißt, desto besser. Groot, was sagst du dazu? Gar nichts. Was zum Schlag war das? Ein Erdbeben? Unwahrscheinlich. Wir sind nicht auf der Erde. Was immer sie tun, ich vermute, sie haben jetzt die nächste Phase erreicht. Oh Mann, ey. Man sammelt es ein, obwohl man es eigentlich nicht mehr braucht, aber... Ich habe immer die Hoffnung, dass daneben vielleicht so eine Kiste mit einem Outfit ist, wa? Ich frage mich, ob die Kirche überhaupt weiß, was hier unten abgebaut wird. Sie steht auf der wertvollsten Ressource der Galaxie. Die konvertierten Bergleute werden sich erinnern. Wem sollten sie es verkaufen? Gutes Argument. Das Ritual wird bestimmt bald beginnen. Ich dachte... Gute Frage, Kumpel. Ich dachte, er hält sich fest. So Mächtiges überhaupt stoppen können. Das ist wahrscheinlich eine Frage für die Käfer-Lady. Leider hat sie uns im Stich gelassen. Raker hat gesagt, Nikki hätte Nowhere für das Ritual ausgewählt, oder? Ja, und es wird mir schwerfallen, das durchgehen zu lassen. Aber das bedeutet, dass der Magus es ausgewählt hat. Wahrscheinlich wegen des Cortex und des sofortigen Zugriffs auf alle Gläubigen überall. Also schlagen wir ihm die Tür vor der Visage zu, ruinieren seinen großen Tag und treten nach, wenn er am Boden liegt. Das klingt nach einem Plan. Drax, wieso brichst du dir nicht die Hände, obwohl du ständig was zertrümmerst? Ketethianische Knochendichte. Aber du hast nicht mal Schnittwunden an den Knöcheln. Ketethianische Hautdichte. Igitt. Ich hab Gehirne und die universelle Kirche des Mists so satt. Dann let's go. Wächter von Galaxien, Kosmos schuldet Bolschoi Schuld. Willkommen zurück! Hey, wir haben eine Armee von Kirchenschergen zwischen uns und dem Cortex. Hey! Jetzt, Cosmo erobert Turm von Security zurück, wo seine Welten verstecken sind. Ohne Turm ist Nowhere verloren. Welten auch. Alles klar. Sei da oben vorsichtig, Kumpel. Lass uns nicht von den Willen treffen! Au, ich wurde getroffen. Wie sagt man? Weniger tödlich? Drauf da, drauf! Je schneller wir von diesem Gehirn runterkommen, desto besser. Ich habe viele offene Gehirne gesehen, noch nie so ein riesiges. Wenn nur diese Stöße die Genova-Core-Rüstung nicht wäre. Okay, dann wollen wir diesen mistnasigen Soldaten mal aufschreiben. Max, schleudern! Oh ja, das Taumeln haut ganz gut rein, ey. Direkt das nächste Taumeln. Ein guter Platz für eine blutige Schlacht. Sehr gut, gut. Es gibt keine schlechten Plätze, um Leute zu erschießen. Alter, die dicke Kombo hier. Oh yes. Die Kerle haben eine Gehirnpatrouille. Freunde. Die letzte Fähigkeit gekauft. Jetzt fehlt nur noch Groot mit seiner Spezialattacke. Und dann haben wir auch... Dann haben wir alle Upgrades, alle Fähigkeiten gekauft. Aber gut, ja, also die Kämpfe, gut, ich habe teilweise schon ganz gut Kombos gemacht, aber ich glaube, das ist auch relativ leicht zu erreichen, genauso wie alle Upgrades. Ekelhaft. Das ist echt viel Hirnpulver. Ja, das Zeug macht Schlamm aus deiner Luftröhre. Sie nennen es graue Lunge. Zum Glück habe ich meine Maske. Die hilft dir nichts. Die Partikel sind so klein, dass sie bereits eindringen. Wahrscheinlich hast du die graue Lunge schon. Lungen sind immer grau. Und du weißt das. Ich hab's gesehen. Schon oft. Drax, hilf mal, hochheben! Kein Problem. Du kannst es dahin stellen. In Ordnung. In Ordnung. So, erstmal dorthin stellen und dann müssen wir wahrscheinlich dort hinten. Ach, guck mal hier. Ja, guck mal, wie viel wir gefunden haben, seitdem wir alle Upgrades haben. Also, ist ja easy erreichbar. Bei mir auch. Als hätte jemand Gummi geschmolzen. Dass mir bloß keiner was von dem Zeug in mein Schiff schleppt. Ja gut, das nehmen wir halt auch mit. Ja, also man muss schon echt durch das Spiel rennen, wenn man am Ende nicht alle Upgrades hat. Da ist man einfach nur durchgerannt durch das Game. Heb das mal hoch. Sicher. So. Einmal da hinstellen bitte. Beeilung. Ich mache so schnell wie nötig. Weißt du, ich hab dich nur verarscht, Quill. Wie bitte? Sowas wie eine graue Lunge gibt's gar nicht. Ja, ich weiß.
Du bist voll drauf reingefallen. Graue Lunge. Wusstet ihr das? Oh ja. Natürlich. Du bist immer für einen Lacher gut, Quill. Ach, Peter. Piotr. Haben wir hier noch was? Oh ja. Kannst du an der Wand einen Anker setzen? Könnte gehen. Da ist eine Kiste. Okay. Was machen die Käufer eigentlich mit der Gehirn? Was siehst du? Dasselbe. Nur von weiter oben. Das sieht nicht geil aus. Diese Apokalypse-Dinger, die sehen einfach nicht geil aus. Es ist einfach eine Tatsache, dass die bösen Jungs immer die besseren Kostüme haben. Nee, auf keinen Fall. Ich würde zwar nie zulassen, dass die Wächter diesen Weg einschlagen, aber wie würden wir aussehen, falls doch? Verdammt cool, so viel steht fest. Wir könnten locker eines von diesen finsteren, todernsten Teams sein. Vielleicht schlage ich das den anderen mal vor. Nee. Oder? Freunde, wie findet ihr das? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, Nowhere direkt in den Riss zu steuern. Zu riskant, falls Nikki hier ist. Du willst den besten Ort der Galaxie auslöschen? Auf keinen Fall! Nee. Ich meine, die Weste, okay, vielleicht. Helm, schon schwierig. Aber der Anzug, oh Mann, Alter. Nicht geil. Es schmerzt, dass all meine Investitionen in Rauch aufgehen. Oh, Vorsicht! Dieser Ort fällt praktisch auseinander. Möglicherweise sieht bald ganz Nowhere so aus. Es kommt wieder auf die Beine. Ein riesiger Kopf hat keine Beine. Früher schon. Sie haben also alles stehen und liegen lassen, als Sie den Cortex entdeckt hatten? Hey Groot, denkst du kannst mich darauf bringen? Genau da. Das scheint impertinent für unsere Aufgabe zu sein. Ich will einen Überblick kriegen. Ausspähen? Hier riecht's komisch. Das ist die Gehirnmasse. Die wird sauer, wenn sie zu lange liegt. Riecht nach Metall und keine Ahnung, was anderem. Eukrea. Was ist das? Das Ausscheidungsprodukt einer großen Kartoffelschnecke. An Schneckenpisse hatte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Sie ist unverwechselbar. Ach komm, weißt du was? Ich tausche das direkt. Das Kostüm, mir gefällt es einfach wirklich nicht. Mir gefällt es nicht. Wie findet ihr das? Mir gefällt es nicht. Wie sieht das eigentlich aus? Das passt halt auch nicht so. Das sieht nicht schlecht aus, aber irgendwie passt das nicht. Zur aktuellen Situation. Das ist natürlich. Wo ist da eigentlich Unterschied zwischen dem hier? Und dem hier? Social Lord? Die Hose ist anders. Okay. Ich bin überrascht, dass Thanos im Krieg nie versucht hat, Novas Ressourcen zu übernehmen. Unterschätze nie die politische Macht des Kollektors. Er hat für jeden etwas, um ihn zu bestechen. Die Kirche nimmt keine Bestechung an. Sie akzeptiert nur Unterwerfung. Ich komm gleich, du ungeduldiger Quark. Ja, wir haben ja alles. Muss ich auch sagen, das ist ein bisschen schade. Da bin ich ganz ehrlich, das ist ein bisschen schade, dass du... Also das ist wirklich relativ, also was heißt relativ, erstens kriegst du locker, easy alles zusammen, das ist eigentlich ganz cool, wenn du dich umschaust, aber auch so kriegst du alles cool zusammen, aber da ist jetzt, also, nicht jede Fähigkeit, die du hier kaufen kannst, ist mega geil, so, oder du merkst einen voll den krassen Unterschied. Ich hoffe, du weißt mich nach all dem mehr zu schätzen. Da kann man auf jeden Fall beim Nachfolger coolere Fähigkeiten noch reinbasteln, die man sich dann holt, oder? Also finde ich schon. Da geht mehr. So kann man es auch sagen. Die Aussage war korrekt. Aber sie hilft niemandem. Oh, was haben sie mir nur angetan? Ja, ey, Rocket, was soll ich denn sagen? Wir haben so ein dickes Ticket gekauft und wissen jetzt nie, ob wir irgendwie bei der Tombola oder wie das heißt, gewonnen haben irgendwann. Alles okay, Rocket? Nein, nichts ist okay. Der Cortex. Nowhere. Was soll aus diesem Ort werden? Diese Müllhalde mit billigem Schnaps und fragwürdigen Units ist sowas wie mein Zuhause. Das ist nicht das erste Mal, dass Nowhere erobert werden soll und es wird nicht das letzte Mal sein. Wir haben immer noch Cosmo auf unserer Seite. Sobald wir mit der Kirche fertig sind, wird er den Laden hier aufräumen. Hoffentlich wird er dann nicht zu sauber. Danke, Quill. Gerne doch.
Was ist denn all diesen Türmen und Kapseln? Da es hier keine Zoneneinteilung gibt, könnte es alles sein. Eine davon ist halb Bibliothek und halb Vergnügungskapsel. Hoffentlich hat sie überlebt. Da wäre noch eine Kleinigkeit zu berücksichtigen. Wie schalten wir den Cortex ab jetzt, wo er überladen ist? Naja, ein Ausschaltknopf wird das Ding sicher nicht haben. Besteht eine Chance, ihn zu hacken? Wir reden hier nicht über ein billiges Haushaltsgerät. Das ist der Continuum-Cortex verflagt. Eines der mächtigsten Artefakte im bekannten Universum. Vielleicht der Cortex ist nicht das Problem, sondern die Flarknasen, die ihn übernommen haben. Wenn wir sie ausschalten, ist der Cortex nur eine Maschine, bei der niemand am Steuer sitzt. Woher weißt du, dass es ein Steuer gibt? Ich habe kein Steuer gesehen. Es gibt kein Steuer, aber ich will das Ding nicht zurücklassen, solange es mit dem Kirchenmist aufgeladen ist. Wir sollten uns auf die Glaubensverteiler konzentrieren. Ich wette, sie laufen alle durch dieselbe Verbindung. Das ist die Schwachstelle. Okay, nächste Kampfarena. Das ist auf jeden Fall eine Kampfarena. Was haben wir hier? Bergbau-Schubdüse. Ich habe nachgedacht. Ja, die Nowhere-Leute sind autark. Aber sie sind auch paranoid. Das ist eine Untertreibung. Da kommen sie! Da kommen sie! Vielleicht ist es einer weniger. Zwei! Komm her, du Sau! Komm her, du Sau! Cool, erledigt jetzt irre Bullen! Das ist Musik in meinen Ohren! Tja, ich hab's echt satt, dass diese Wagen immer neue Gegner bringen! Die Flaggenarten sind früh! Komm schon! Achso, Eis! Die gesamte Stadt wird einstürzen! Nicht bevor wir die Kirche zerlegt haben! Hahaha, ich schieß dir den Arsch, du Sau! Bleib liegen, du Loser! Unholde, ich finde neue Methoden, euch zu töten! Was war das? Okay, direkt jetzt einsetzen, direkt. Gruppe sammeln. Avengers, sammelt euch. Warum hast du uns vom Schlachtfeld gerufen, Peter Quill? Unsere Feinde schmelzen vor uns dahin. Wie Butter auf einem heißen Messer. Kann ich mal ein Stück Brot haben? Ich habe viele Schlachten geschlagen, aber keine war so großartig wie diese. Was soll man dann nehmen? Keine Ahnung. Sie ist großartig. Okay, Greg. Das ist das Richtige. Unfassbar, wahnwitzig, großartig. Stimmt's? Wie eine Flak Supernova. Also bleibt auf Kurs, haltet die Augen offen und greift nach den Sternen. Wer ist dabei? Spürt meine Zorn. Das ist für. Das ist für wen? Für wen ist es denn jetzt? Zeig's ihn! Du hast kein Wo ist Waller! Hoffentlich macht der Raker gerade ein paar hässliche Narben. Hier sieht das gut aus. Boom. Er will wissen, was ein Himmelswesen enthauptet haben könnte. Hier drüben! Wir klettern mal wieder Gehirne. Erst müssen wir über die Lücke darüber. Nur damit ihr es wisst, ich reserviere für hinterher schon mal die Dusche. Extra lang. Was sind das für Sounds? Achso. Brücke? Okay, Groot. Machen wir uns selbst eine Brücke. Ich bin Groot. Aber achte auf Beben. Ich bin Groot. Mann, ich hoffe wirklich, dass Warlock es bis zur Ziellinie schafft. Ich bin Groot. Nein, Goldie zählt nicht auf uns. Für den sind wir nur ein Haufen Mist, den die schicken Stiefelschmutz machen. Er hat gesehen, wozu wir in der Lage sind. Hauptsache, wir wissen, wozu wir in der Lage sind. Ja, das ist korrekt. Mich hungert. Okay, ganz locker jetzt. Okay, und wenn wir Niki haben, dann warten wir auf Warlock? Und die Käferlady. Unser Plan erfordert ziemlich viele Personen. Wer hat behauptet, dass die Rettung der Galaxie einfach wird? Soweit ich weiß, hat das niemand behauptet. Lasst es uns der Reihe nach angehen. Niki holen und das Erfüllungsding stoppen. Wie pragmatisch von dir. Ich versuche nur, mich nicht um ungelegte Eier zu kümmern. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit für Eier, ob gelegt oder ungelegt. Ach. Vorsicht, es wird ein bisschen. Wow, 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 wow. Bisschen rutschig, ja, 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 ja. Oh, irgendwie. Ja, Quill hat's erwischt. Und ich fall da einfach runter. Ich glaube, ich bin zu früh abgesprungen und so irgendwie komisch seitlich. Aber ist auch nicht. Hier drüben! Ja, klettern.
Das war wirklich scheiße. Gut, ich wollte ja sowieso nur auf die Plattform, da hätte ich eh ausgemacht. Dann machen wir beim nächsten Mal bei der Plattform weiter, Freunde. Wenn ich dran denke. Und ansonsten, danke erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ey, ich hoffe, euch gefällt es immer noch so gut wie mir. Lasst mich das gerne wissen. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.